Sex und das Duschen. Eine Frage der Argumente. Ich bin gespannt auf eure. Guten Morgen. Bewusstheit im Leben gilt auch im Alltag. Entscheidungen, die man automatisch trifft, sind nicht immer die beste. Und da macht Sinn, dir auch einfach mal nachzufragen. Im Kleinen. Wir alle lieben Sexualität mit einem oder mit mehreren Partnern. Aber wenn man in Kontaktprofilen im Internet schaut und auch im Freundeskreis rumfragt, was so wichtig ist, da kommt immer eine Eigenschaft, die relativ weit vorne genannt wird. Gepflegtheit. Und wir lassen heute mal die grundsätzliche Fragestellung außer Acht, ob diese Gepflegtheit eine Konditionierung ist oder nicht. Das möchte ich heute nicht mit euch besprechen. Ich für meinen persönlichen Teil, also ganz persönliche Meinung, schmuse und lecke lieber an einem Menschen rum, der sauber und wenig salzig schmeckt. Nicht, dass ich nicht auch gerne an salzigen Menschen lecke, aber wenn ich die Wahl habe, dann wähle ich meist den neutralen Menschen. Ich liebe es, wenn der Partner frisch geduscht aus der Wanne steigt und wir bei schöner Musik und schönen Raumduft in einem warmen Raum uns gegenseitig streicheln, küssen und winden. Aber ungeachtet meiner persönlichen Meinung, was spricht für das Duschen vor der Sexualität und was für danach? Daran scheiden sich nämlich ganz, ganz häufig die Geister. Wir schließen mal die Option aus, dass man vor und nach der Sexualität duscht, sondern wirklich nur einmal duscht. Für davor spricht, dass gerade bei oraler Aufnahme von Hautzellen und anhaftenden Umwelteinflüssen es gesundheitlich unbedenklicher ist, frisch gewaschene Körper zu belecken. Ein Argument, was man als Vor- oder als Nachteil sehen kann, ist der verminderte Körpergeruch. Das steht und fällt wohl einfach mit dem persönlichen Geschmack. Weiterhin aber ein großer Vorteil, dass sich Geduschte ein sicheres und selbstbewussteres, dass sie ein sicheres und selbstbewussteres Körpergefühl haben, weil sie eben frisch geduscht sind. Das verhindert bei der Sexualität negative Gedanken. Denn wenn es sich nicht gerade um ein Rollenspiel handelt, wo der Leckende den Schmutz zu ertragen hat oder abzulecken hat, dann ist es einfach befreiter für den Beleckten komplett sauber zu sein. Auch hier spielt natürlich die Konditionierung wieder eine Rolle. Vollkommen klar. Aber glaubt mir, selbst bei den toughesten Menschen, die einen immer wieder versichern, wie natürlich sie sind, kommen dann, wenn man in gewissen Körperregionen leckt, plötzlich eine wahrnehmbare Unsicherheit auf und man spürt, die Energien fließen plötzlich nicht mehr ganz so klar wie vorher. Man fühlt sich eben bewusst oder unbewusst einfach sauber. Argument für das Duschen davor. Oder veranschaulichen wir das mal an einem Beispiel. Ihr habt euch morgens geduscht und am Abend nach allen Toilettengängen und anstrengenden Tätigkeiten leckt euer Partner euch unter den Armen, am Geschlechtsteil oder am Arschloch. Könnt ihr das wirklich frei von unguten Gefühlen genießen? Wie gesagt, wir klammern hier Fetischismen mal aus. Ja? Weiterhin, wenn man danach duscht, vergibt man sich das Gefühl, einfach gemeinsam nach der Sexualität die Schwingungen langsam zur Ruhe kommen zu lassen und gemeinsam noch so vor sich hinzudämmern. Das sind meine Argumente für das Duschen davor. Und nun kommen wir zu dem Duschen danach. Erstens, Duschen danach reinigt den Körper von den Körperflüssigkeiten des anderen. Was allerdings stark subjektiv ist, da keine gesundheitliche Beeinträchtigung dadurch entsteht. Und dann hört es eigentlich schon auf. Ich habe lange überlegt, was Gründe dafür sein könnten, danach zu duschen. Aber das macht einfach keinen Sinn. Gerade wenn man die Argumente sieht, die für das Duschen sprechen, also für das Duschen davor sprechen, die dann nicht gelten sind, die dann nämlich nicht eintreffen, da macht es überhaupt keinen Sinn, dass man sich für das Duschen danach entscheidet. Man hat sich den direkt beim Duschen davor vom Alltag abgeduscht und dann ist im Endeffekt wirklich nur noch die Körperflüssigkeit des Partners am Körper. Wenn es sich um Sperma handelt, dann kann man durchaus das mit etwas Küchenrolle dann halt noch abwischen von mir aus, wenn man die hautpflegenden Eigenschaften nicht nutzen möchte. Aber Spucke, Scheidenflüssigkeit, Lusttropfen, das sind ja Dinge, ja, wo man nicht extra nach dem Sex aufspringen muss, um dann unter die Dusche zu rennen. Wie seht ihr das? Ich bin klarer Befürworter vom Duschen vor dem Sex. Wobei man dazu sagen muss, wenn es nur um die rein raus Sexualität geht, ohne Liebkosen und sinnlicher Zärtlichkeit, da kann ich auch komplett auf Duschen verzichten. Aber diese reine Sexualität, das klingt aus meinen Live-Talks, die kommt bei mir
äußerst selten vor. Ich bin gespannt auf Eure Meinung und vor allem auch auf Eure Argumente, insbesondere wenn Ihr ein nach dem Sex duschen Vertreter seid. Ich freue mich. Macht's gut, Euer Christian.